Wie viele Gegenstände dürfen wir noch bauen? Noch 6. Dann mal los. Aber nicht in diesem Keller. Und ach ja, stimmt, ich habe ja hier noch eine Liste von Dingen, die ich noch nie gebaut habe. Gerade eben wiederentdeckt. So, von oben nach unten. Trendiges Heimküchenset weiß. Das können wir doch hier gebrauchen, oder? Aber wo ist das zu finden? Das ist eine sehr wichtige Frage. Eine Suchzeile wäre toll. Englisch gemodelt, gibt es die schon? Schutzgeneratoren. Vielleicht bei Bodendekor. Tatsächlich. Trendiges Heimtheke. Hier. Das ist doch der Ofen, ne? Den Ofen brauchen wir. Und zwar hier. Hier werden die Snacks zubereitet für die Kämpfer. Aber zu Autobahn-Raststättenpreisen, das ist kein Restaurant, das ist ein Fight Club, da können wir ruhig ein bisschen mehr verlangen. Hier wird eigentlich nicht gegessen, es wird auch nicht gekrümelt, ne? Das ist schon wichtig. Das sollen sie schon verinnerlichen. Da könnten wir jetzt mehrere Sachen anbringen. Ah, und das ist der Geschirrspüler, das geht auch noch. Das ist für mich absolut legitim, streiche ich von der Liste. Und nun Wanddekor. Der Delfinkopf. Trophäen-Delfinkopf habe ich noch nicht gebaut. Wo sind die Trophäen? Die sind doch hier, ne? Oder sind die bei Sonstiges? Ist sehr verwirrend gemacht, muss ich sagen. Aber, naja, auch fordernd, ne? Delfin. D. Sind die? Nee, ne? Die sind nicht alphabetisch geordnet. Wendigo. Blutkäfer, Hundekopf, Mischlingskopf, Barmen, Maulwurfsratte. Nein! Nein! Der Delfin, der soll es sein. Müsste ja eigentlich auch. Ach so, das ist aber kein schöner Delfin. Müsste eigentlich runter. Wieder in den anderen Keller. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Platz an der Wand. Da sind auch die anderen Trophäen. Nee, stopp. Nicht abreißen. Also entweder gleich hier neben dem Wendigo oder auf die andere Seite. Damit das hier noch voller wird. Wäre keine schlechte Idee, ne? Aber es soll auch halbwegs gerade sein. Hier, so ein bisschen versetzt in die Wand. Nicht glitchy in den Türrahmen. Hier so, nee, da war eigentlich der perfekte Spot, muss ich sagen. Nicht glitchy, recht gerade, nehme ich. Kann ich auch von der Liste streichen. Kreuzkönig. Das Ei-Poster. Und das Partyplakat. Und jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht. Und jetzt stehe ich wieder auf. Guten Morgen, beziehungsweise guten Abend und verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Und willkommen zurück zu einer niegelnagelneuen Aufnahme Fallout 76 Out of the Context. Und natürlich wollen wir zuerst wieder mal checken, wie viele Ballistobox wir in der Tasche haben. 3 Stück. Das reicht erstmal. Meine Güte, wo soll ich anfangen? Es ist viel passiert. Ich habe unterwegs bis zu dieser Aufnahme natürlich alle täglichen Score-Punkte eingeheimst, die es zu einheimsen gab. Und wir sind jetzt mittlerweile bei Level 112. Es ist immer noch sehr, sehr eng. Nahezu unmöglich. Aber wir werden unser Bestes tun. Und zur Not habe ich noch 2600 Atome, um mir, naja, schamvoll Level zu kaufen. Aber wir werden sehen, ob wir die brauchen. So ganz genau weiß ich noch nicht, wann die nächste Season einsetzt, aber man munkelt irgendwas zwischen 25. Juni und ich habe sogar gehört 9. Juli. Aber mal gucken. Wir brauchen ungefähr 700 Tickets noch, um die Belohnungen freizuschalten, die wir unbedingt freischalten wollten. Und den Rest überspringen wir knallhart, aber nicht bei der nächsten Season. Ne? Da nehmen wir natürlich wieder alles mit, aber da bereiten wir uns darauf vor, von vornherein durchzuziehen bis Level 150. Ich habe eine Pause gemacht gehabt, aber nur weil ich nicht wusste, ne, dass das hier so eine freaklige Angelegenheit wird im Zuge des neuen Season-Systems. Aber okay, die neuen Aufgaben sind markiert. Wir wollen uns kaufen einen Ballisto-Quatsch. Wir wollen uns einen Score-Booster kaufen. Den Ballisto-Bock von morgen. Nützliches, ne? Ich glaube schon. Gib ihn mir. Da unten. Wir könnten auch gleich mehr mitnehmen. Hier. Also die 3. Ich glaube, 3 verbrauchen wir auf jeden Fall noch. Da würden wir 50 Atome sparen. Das ist in Ordnung. Das können wir machen. Das geht klar, Mann. Auf jeden Fall. Und jetzt ist es so und so viel Uhr. Das bedeutet, morgen kann ich mir auch nochmal Score geboostet, die
die täglichen abholen. Das ist ja großartig. Also, wir legen los. Natürlich Score geboostet, meine Güte. Vom 100. zum 1000. Wie immer. Achso, ich habe Adelaine habe ich wegbekommen. Und will hier wieder Leo setzen. Aber dann Anfang der nächsten Season, wenn es dann Richtung 9 Regionalboss geht, der ein Roboter ist, möchte ich Adelaine wieder haben. Wegen dem Bonusschaden. Und den Bonus-Defense-Punkten durch sie im Kampf gegen die Roboter. Die miesen Roboter. Aber jetzt müssen wir den Leo auch erstmal wieder hier hinkriegen. Das ist ja so eine Geschichte hier mit seinem Tisch. Oh, oh, oh. Oh, 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 da war es gerade. Da war es gerade, ne? Okay, es ist wieder so eine, ich muss mich ganz kurz bewegen, Geschichte. Ich hatte das Phänomen schon mehrfach erwähnt gehabt. Aber ich kann es ja nochmal ganz kurz umreißen. Und zwar, manche Baugegenstände in manchen Bausituationen lassen sich nur setzen, kurz nachdem ich mich bewegt habe. Aber ich glaube, da geht es nicht nur mir. So, da war gerade ganz lange grün. Komm schon, warte mal, ich muss mit beiden Händen an die Tastatur. Na los, meine Güte, wir haben noch keine Zeit. So eine Aufnahme ist doch zeitlich begrenzt, aber keine Panik. Das ist ja meine XXL-Aufnahme. Ich will ja den Scorebooster so richtig schön. Es geht nicht, ne? Überschneidung mit irgendwas. Ist das der Teppich? Nein, no way. Aber so will ich ihn jetzt auch nicht bauen. Warte mal, ich baue ganz kurz den Teppich hier rüber. Was besser geht, ne? Hier in die Ecke. Na, ja, das geht. Doch den Leo hier hin. Ja, bauen einen Premates. So habt ihr es genannt gehabt. Na. Okay, 3, 2, 1. Warte mal, kann man das Ding irgendwo hinsetzen? Überschneidung. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Okay, es geht zumindest noch. Und wenn ich es jetzt neu versetze, also im schlimmsten Fall kann er hier auf dem Dach arbeiten. Da ist er aber auch selber für, also verantwortlich und auch schuld. So, hier nochmal bitte. Mhm, wir lieben es alle. Ist fast so schlimm wie ein Ark. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber Asgard spielt gerade im Wohnzimmer bei uns. Das Ark Ascendant heißt das neue, ne? Auf der Xbox. Also ich bin beeindruckt, dass das auf der Xbox gut läuft. Ne, PC ist natürlich immer PC, aber ist echt spielbar. Und ein kleiner FPS-Tipp. Und zwar, man kann ja auch Commands in der Xbox Series X-Version benutzen. Und mit gewissen Commands, die müsst ihr bitte nachschlagen, kann man die volumetrischen Wolken deaktivieren, die kaum zur Geltung kommen. Und die Wasseroberfläche auch von speziellen Effekten befreien. Ne? Instant, sofort, fast in jeder Situation, was weiß ich, plus 15, 20 Frames. Übel geil. Aber okay, dem Leo seine Cola geben, wir brauchen keine EP mehr. Dann kriegt er eine Grape, damit wir eine Stunde lang, eine schöne lange Stunde, hier mehr AP haben. Grape. Just for you. Nehme ich auf. Um Gottes Willen. Dankeschön. Es wäre fast schief gegangen. Gut. Achso, ja, stimmt. Ich habe neue Mods installiert. Eine funktioniert aber nicht. Um ein Haar. Um ein Haar hätten wir hier Katzen mit Hüten gehabt. Mit verschiedenen Hüten. Die hätte man regelmäßig austauschen können, aber die schneidet sich mit der Vorkriegsoptik-Mod und macht diese Fenster hier lila. Aber irgendwann ist sowieso vorbei mit Vorkriegsoptik. Irgendwann ist hier sowieso wieder alles total versifft. Deswegen behalte ich das im Hinterkopf. Aber nicht heute. Heute machen wir etwas ganz, ganz anderes. Nämlich die Boohoo-Maschine an. Und Glücksspiel und Glück abholen. Das Radio nicht vergessen. Ich hab's gesehen. 1er Häppchen. Ich bin am Anfang der Aufnahme immer so aufgedreht. Vorsichtig. So hibbelig. Achso, ich hab einmal Psycho-Tets gehabt. Während der No-Commentary-Score-Farm-Aufnahmen, die sich langsam echt stauen, sind einige Stunden zusammengekommen. Muss ich mal gucken, ne? Vielleicht so ein 24-Stunden-Video in 720p. Mal gucken. Nein, Quatsch. Sowas würde ich niemals machen. Dürfen wir denn heute 1A-Häppchen spielen? Nein, aber Grams Fleischhapper. Aber da können wir auch nur richtig mitmachen, wenn, ne? Ja, stimmt. Es war. Na gut. Ist hier schon einer? Das wird hier gar nicht angezeigt, ne? Also bei dieser Art von Event nicht. Ach ja, und die andere Mod installieren wir gleich, die ich jetzt hier noch im Nebensatz erwähnt habe. Es geht wieder um einen Rucksack. Einen fantastischen Rucksack. Ich bin sehr, sehr gehypt. Sie sollte funktionieren.
Also gebaut habe ich den Rucksack noch nicht. Es kam aber auch noch zu keinen Fehlermeldungen, / Abstürzen. Deswegen ist die Chance hoch. Ein Trüppchen beitreten? Warum eigentlich nicht? Events? Nein, hier zwanglos. Mit Cerberus. Nicht Cerberus aus Mass Effect. Aber ich hatte auch nichts gegen die von Cerberus. Die waren gut organisiert. Das ist wie das Institut in Fallout 4. Warum hassen alle das Institut? Weil sie Menschen entführen? Naja. Gut, da habt ihr ein Argument, muss ich zugeben. Aber die haben so schöne, saubere Einrichtungen und tolle Klamotten. Das ist auch ein klarer Punkt fürs Institut. Deswegen sind wir da auch gerade sehr, ich sag mal, positiv drin unterwegs. Also ganz frisch aktuell in der letzten Folge Fallout 4 haben wir ein geheimes, verlassenes FEV-Forschungslabor entdeckt und auf Herz und Nieren überprüft. Es war sehr schaurig. Plötzlich wurde Fallout 4 zu einem Horrorspiel. Durch unsere ganzen Mods ist es da wirklich extrem dunkel, könnte aber auch wieder an den Tageslichtlampen gelegen haben. Oh, Daily Ops, dürfen wir Daily Ops spielen? Ja, ja. Ja, Mann. Aber was für ein Daily Ops ist es denn? Oh, oh, schlimmste Konstellation. Ich ziehe das heute durch, Mann. Tödliche Rüstungsdurchdringung und das mit den Explosionen. Aber ich muss das doch hier zu Ende spielen. Nee, muss ich nicht. Oh, wie wenig Energie er hat. Oh, 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 oh. Ist doch gleich vorbei. Naja, ist nicht gleich vorbei. Schande. Ist wieder too much, ne? Wir können uns ja schon mal entstrahlen. Entstrahle Loadout. Block. Achso. Und Stimpaks. Nee, komm gleich. Ich komm gleich. Übel. Und vielleicht die Hauptwaffe wechseln. Weil wir sind ja nicht mehr blutig. Schande, ihr gehört gar nicht dazu. Ich habe fast keine Gleisbolzen mehr. Ich muss dieses Event abbrechen. Diesmal ist es nicht Ellie. Diesmal bin ich es. Ich möchte unbedingt die Daily Ops spielen. Und das ist eine Daily Ops Konstellation. Also im Team möchte ich sie spielen. Und das ist eine Daily Ops Konstellation. Meiner Erfahrung nach bekommt man da eher weniger Teammates. Deswegen bin ich ganz froh, dass er jetzt hier... Und danach die Mod. Es geht um einen Rucksack. Nochmal zur Erinnerung, einen wunderschönen Rucksack, den wir aber alle kennen, aber den es so gar nicht gibt. Normalerweise. Es ist mal wieder was ganz, ganz Besonderes. Leo gibt mal wieder an mit Mods, aber ist auch wirklich eine coole Mod. Ne? Ist nicht nur ein Rucksack, es ist eine Art und Weise von einem Rucksack. Das habt ihr noch nicht, doch habt ihr gesehen, aber noch nicht an einem Spieler. Aber erstmal tauschen wir hier die Waffe aus. Gleisi gegen Rayleigh. Oder macht es mehr Sinn jetzt ganz kurz auf... Ja, wir gehen ganz kurz auf 556. Ne, wir nehmen Rayleigh mit. Ich bin gerade so heiß auf... Auf Gleisgewehre. Geht das schon am besten, ne? Und dann rein hier, schnell! In die T-51B. Komm gleich, ich bin gleich da. So, Und dann Ballisto-Bock, vielleicht noch die Karte legen bezüglich der Explosionen. Das ist hier, ne? Mach mal 3. Radikul, Kämpfanatiker, verjüngt, Schande. Ist die Wahl aber auch schwer. Wie viel brauchen wir denn? Eigentlich alles, ne? Feuerfest, 3 Punkte brauchen wir. Wir verzichten kurz auf Kämpfanatiker. Ich brauche mehr Schutz gegen Explosionen. Ansonsten wird es schlimm. Schlimmer. Als jemals zuvor. So, steig ein. Tapferer Sturmtruppler. Rayleigh ist, ja, auf der 3. Ist ganz lustig eigentlich, wenn man einen Hotkey für eine spezielle Waffe hat, ne? Und dann an seiner Stashbox liegt und diese spezielle Waffe ablegt und aus der Stashbox eine andere Waffe der gleichen Kategorie nimmt. Also Gleisgewehr, Gleisgewehr. Dann wird der Hotkey automatisch für die neue Waffe benutzt. Ist, glaube ich, ein kleiner Bug oder so. Aber ein sehr nützlicher Bug. Doch da ist nur am Rande, ist er rausgegangen? What the heck? Aber warum denn? Hallo? Komm mal, Röver, das ist ja ganz... Ach, er war wahrscheinlich drinne und dann ist er wieder... Oh nein, das ist jetzt aber auch...
Eine uncoole Geschichte. Wir wollen ballern, aber vielleicht ist er doch drin, ne? Weil er verliert gerade Energie. Aber null Gegner getötet? Ist das Magie? Habe ich mich jetzt hier umsonst geheilt? Ich nehme den Ballistobock erst, wenn ich Gegner sehe. Schande, jetzt muss ich das hier alleine durchziehen, oder was? Ist doch nicht euer Ernst. So, gucken. Oh, schon wieder aus Versehen gesetzt, die Karte. Leo! Konzentration. So, jetzt ist gut. Ach, da ist er, da ist er. Keule, Mann. Ich glaube, wir haben uns einfach nur verpasst gehabt. Aber jetzt wird alles besser. Rübe! Da war einer. Hat der eine Rübe? Ach ja, naja. Warte mal, brauchen wir... was ist denn hier los? Hallo? Warum hat sie das überlebt? Das darf sie nicht. Ich werde trotzdem Bärenmentat nehmen. Ganz schnell. Hey. Nicht übertreiben. Na. Spritze weiter. Renne, Mann, renne. Nicht so nah, Mann. Personal Space und so. Ich hoffe, ich habe genug Stimpacks dabei. Nein. Nein. Aber wir haben die Karte. So schlimm ist es dann auch wieder nicht. Irgendwo hier auf dieser Ebene. Leo. Oh, come on. Der Flow muss erstellt werden. Wir müssen dem Flow folgen. Auf der Welle des Adrenalins müssen wir hier surfen. Bis zum Ende. Hier ist keiner mehr. Nur noch oben. Da hinten. Da läuft er schon. Na dann. Nehmen wir sie in die Zange, würde ich sagen. Barry Mantis. Wirken wieder, wie sie sollen. Oder ich sag mal so, wie gewohnt. Nämlich gar nicht. Ja, Code. Na klar, ey. Da hinten. Da sind sie. Die Schlawiner. Ein Kaffee. Einmal Kuchen, bitte. Kann ich sie schon anvisieren? Nein, aber ihn. Er würde uns in die Quere kommen. Nabben! Ula! Komm raus, du. Lob, du. Na, hast du? So ist schön. Money nicht vergessen. Und wir dürfen ein Gerät aktivieren. Oh, der ist noch auf Zack, ne? So waren wir auch, als wir noch Level 411 waren. Aber mittlerweile sind wir ja alt. Wir haben schon über Level 700. Man wird träge mit den Leveln. Das ist so. Da braucht man sich nichts vormachen. Man will es dann auch nicht mehr so sehr, ne? Also man will es schon noch, aber nicht mehr so wie jemand mit Level 411. Oder wir lassen uns einfach von seiner Frische anstecken. Von der Frische von Level 411. Doch, das könnte auch funktionieren. Da bekommen wir so eine Art Jungschub. Das klappt mit Hunden auch. Ist kein Witz. Also wenn man sich einen jungen Hund dazu holt, wenn man schon einen älteren da hat, dann will der Alte sich auch noch ein bisschen beweisen. Also da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Aber es kann auch zu Zankereien kommen. Angaben ohne Gewehr. Aber bei uns kam es zu keinen Zankereien. Und wir hatten auch zwei Rüden, ne? Eine andere Geschichte für ein anderes Video. Hallo, wo sind die denn? Wo haben sie sich denn versteckt? Kaffee und Kuchen sofort? Oh, das zählt sogar. Ah! Komm her denn her? Ein Glück haben wir die Marke. Ich wäre sonst blind wie ein Maulwurf. Zack. Na. Hallo. Ula! So ist gut. Wir können, ne? Da hinten. Renne. Einer muss das machen. Ah, Hilfe! Einer muss ballern. Das wäre unser Ende. Ich mach schon. Okay, ich komme. Spritze. Ich hab gedrückt. Aber die krieg ich später zurück, ne? So. Gut. Da hinten irgendwo. Hier unten. Irgendwo hat sich hier einer versteckt. Na. Block. Und hier noch. Na. Also wirklich. Alles voll hier, aber ist ja auch gut, ne? Oh, ein kleiner Mottenmann, wie gut. Ein Schlüpfling, ne? Habe ich das gerade richtig gelesen? Kann das sein? Oder habe ich mich da vertan? Ne, wir müssen hoch. Hoch ist in Ordnung. Noch 8. Da hinten, ja. Gucken in die Richtung, tendenziell. Laufe, ach ja. Ein paar Gleisbolzen mitnehmen. Geht ja auch während des Durchladens. Das ist gut, das ist sehr hilfreich. Weiß ich nicht. Das jetzt hier eine gute Idee ist, langgelaufen. Ich glaube schon.
Können wir akzeptieren. Da hinten irgendwo. Mhm. Der Radar, ne? Verdammt hilfreich. Haben sich kluge Menschen einfallen lassen. Jetzt wieder hoch. Jetzt sind wir vorbeigelaufen. Na gut. Manchmal auch sehr verwirrend, so ein Radar. Na? Da. Okay, ist hier auch Wasser? Nee, schade. Hätte ja klappen können. Hätten wir hier ein bisschen Wasser sammeln können. Nice! Es geht los, der Dicke. Aber wir müssen auch hier seine Vorhut eliminieren. Ja, ist gut. Ich nehme alles mit. Kaffee und Kuchen und dann ballern wir, was das Zeug hält. Schön, die Rally leer. Na du, wo bist du? Hallunke, du. Oh, come on. Jetzt habe ich den Kaffee und Kuchen zu früh genommen. Und jetzt habe ich das Magazin angefangen. Echt uncool, Mann. Ist das fett oder was? Rally. Verdammt nochmal, Rally. Ist tot. Er ist tot. Letzter Abfänger ist da. Ich mach schon. Gib mir Rückendeckung. Haben wir gut gemacht. Machen wir gleich noch eine, oder? Ich sag ja, wir haben uns von der Frische von Level 411 anstecken lassen. Wir haben uns vom Hunger des kletternden Wolfes haben wir uns motivieren lassen. Wir haben einen Jungschub bekommen. Das ist gut. Das hat sich gut angefühlt. Plötzlich haben wir uns wieder jung gefühlt. Wie früher, wie 38. Das waren noch Zeiten. Aber erstmal zurück, ne? Zurück ins Ödland. Mhm. Aha, seltene Belohnung. Irgendwas von den Aliens, richtig? Ich krieg ständig nur noch Alien-Kram. Okay, na gut, für den Verkauf. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.